Liebe Freunde, hallo, das ist ein Vlog. Es ist kein Projektvideo. Es geht hier einfach nur darum, was ich alles so noch nebenbei in der Werkstatt mache. Ich wollte euch einfach mal so einen Einblick verschaffen, was der Ali so eigentlich im Hintergrund noch so macht. Ich habe gestern Abend Besuch gehabt. Ein Freund von mir, der war da. Der wollte eine einfache Kiste haben. Und zwar haben wir uns dann ein Brett Fichte besorgt. Und zwar habe ich das Ganze auf Gärung zugesägt. Und das sieht folgendermaßen aus. Das sieht dann so aus. Ja, alles auf Gärung, bis auf den Boden. Der Boden wird frei bleiben. Das wird nämlich zum Podest sein für so eine schöne Figur. Das wird natürlich noch gebeizt und alles. Aber ich habe gestern wirklich mit der GTS ein Top-Ergebnis bekommen, was die Gärung angeht. Ja, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich gefertigt und ich werde aus dieser Eiche-Leimholzplatte werde ich einen Kreis aussägen. Das habe ich auch noch gemacht, also zumindest erstmal angezeichnet. Habt ihr sicherlich in einigen meiner Videos gesehen. Dieser Korb, den habe ich geschenkt bekommen. Den habe ich von meiner Schwägerin bekommen. Die wollte unbedingt so eine kleine Tischplatte für haben und das natürlich auch in einer runden Form. We'll be right back.
Leute, das Ding ist jetzt fertig. Und zwar schaut das ja richtig cool aus. Besonders jetzt hier diese reparierte Stelle. Das sieht im Video natürlich extrem dunkel aus. Wobei, das ist auch etwas dunkler. Man sieht zwar, dass es repariert wurde, aber es ist im Gegensatz zu vorher auf jeden Fall besser geworden. Wie findet ihr das? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist echt cool geworden. Da wird sich meine Schwägerin freuen. Ja, das Holz ist halt auch ein Reststück. Es ist ein Korb, was ich unten befestigt habe. Habt ihr ja gesehen, diese kleinen Plättchen, die ich da dran geschraubt habe, weil anders kann ich das Ding nicht befestigen. Deswegen habe ich die Lösung gefunden. Und ja, das ist eben das, was ich noch so nebenbei in der Werkstatt gemacht habe. Als nächstes habe ich noch vor, das wird aber wahrscheinlich nicht heute passieren, ich habe hier so eine Deckenleuchte. Diese Deckenleuchte möchte ich umbauen. Und zwar hatte der Habu nämlich letztens ein Video rausgebracht. Da hat er nämlich so eine Leuchte gehabt, auch in der Form, so was Rundes, mit einem Plexiglas und mit seinem Logo drauf. Das sah ziemlich cool aus. Das hat mir echt super gefallen. Und da habe ich mir überlegt, dasselbe dann auch nachzubauen. Allerdings, wie gesagt, wird es nicht heute passieren. Heute habe ich erstmal genug. Das werde ich dann demnächst die Tage, ja, Laufe der Woche noch machen. Ja, einige von euch haben ja mitbekommen auf Instagram oder auch auf Facebook. Auf Instagram, glaube ich, habe ich mal gezeigt, dass ich mir hier den Mirka Schleifer geholt habe. Das ist der Mirka D-Ross, wie auch immer. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Dazu werde ich vielleicht sogar noch ein Video machen, Vergleichsvideo mit dem alten Gerät, was ich habe, und etwas über das Gerät mal ein bisschen erzählen. Mal schauen. Also viele von euch kennen das Gerät ja. Man braucht eigentlich über die Qualität und über, ja, die technischen Dinge nicht großartig viel zu erzählen, weil das ist halt bekannt. Das Ding ist einfach super. Ich habe mir das bestellt in so einem Sustainer. Ja, das sieht halt so aus. Mitgeliefert wird ein bisschen so eine Bedienungsanleitung, ganz klar, und ein paar Schleifpads. Da haben wir hier 240, 180, 80er und 320er. Die werden euch erstmal anfangs auf jeden Fall ausreichen, und dann ist hier noch so ein etwas softeres, etwas weicheres, so ein Pad, damit man vielleicht so ein bisschen eine weichere Auflage hat. Das ist auch mit da drin. Und natürlich ist in dem Set, hier ist ja noch was, genau. Hier ist noch so eine 125er Schleifscheibe, ja, die könnt ihr dann austauschen, plus auch die passenden Schleifmittel dazu. Ich werde wahrscheinlich dafür so einen Halter bauen, der dann hier irgendwo an die French Cleat-Wand kommt, dass ich den dann immer wieder einsatzbereit habe, mir den einfach so zack packen kann, und dann kann es auch losgehen. Ich werde nicht mehr viel tun, ich werde jetzt erstmal schön hochgehen, mir einen Tee machen und dann den Tag oder den Abend genießen. Ja, heute habe ich wenigstens noch jemanden glücklich gemacht mit einem dieser fertigen Projekte. Das sieht echt nicht schlecht aus. Was mir besonders gut gefällt, ist diese kaputte Stelle, die ich repariert habe. Ja, das sieht echt cool aus. Ja, das ist schön drüber geschliffen, eingeölt, fällt gar nicht mehr auf. Es ist warm hier drin. Ich möchte mich bedanken, liebe Freunde, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video gehabt. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Wie gesagt, das war eigentlich kein geplantes Video. Ich habe einfach die Kamera nebenbei etwas laufen lassen, um euch auch zu zeigen, was auch mal außerhalb der Projektvideos passiert. Manchmal wird es einfach mal ein bisschen Aufräumarbeiten geben, manchmal einfach mal eine Maschine testen oder auch mal ein paar kleine Projekte machen für Freunde und Bekannte. Liebe Freunde, wie gesagt, falls ihr Bock auf solche Vlogs habt, auf solche Projekt-Vlog-Videos habt, dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob mehr davon kommen soll, ob ich jetzt zwischendurch mal die Kamera einfach mal so laufen lassen soll oder nicht. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut, schönes Wochenende, bis demnächst. Ciao.